Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yu-Gi-Oh! Opening. Heute habe ich Dual Overload Packs für euch auf Mars. Ich habe mir sagen lassen, das ist der heißeste Shit überhaupt aktuell da draußen. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Konami, die mir ganz viele von denen zukommen lassen haben. Danke, danke, danke. Wir haben, by the way, Sammy hier am Start, die bereit ist, Packs zu rippen. Und ich habe keine Ahnung, was hier drin ist. Enthält eine besonders übergroße Karte anscheinend und was steht hier noch? Erhält 6 Ultra Rare Packs, Dual Overload mit jeweils 5 Foilkarten sowie 1 von 6 übergroßen, von Mangas inspirierten klassischen Monsterkarten. Heißt also, ich glaube, das ist ein Pack, wo sehr, sehr viele Link-Monster drin sind, die noch nicht, teilweise noch nicht, released worden sind bei uns. Und ich habe keine Ahnung von Link-Karten, wir gucken uns die einfach an. Die Artbooks werden wahrscheinlich ganz schick aussehen und ich denke, wir haben 12 Packungen von denen. Werden wir alle rippen, oder Sammy? Ja! Ja! Wo ist mein Teppichmesser? Bam! Teppichmesser ist hier am Start. Das heißt, wir machen einmal zack den hier, klappen den Scheiß auf und woo, eine übergroße Karte. Cyberdrache Infinity, den kenne ich sogar. Der ist richtig nice. So sehen die im Manga aus, by the way. Die Karten, ja. Ja gut, macht ja Sinn, ne? Richtig, schwarz-weiß. Not bad, gefällt mir. Kennst du die Cyberdrachen? Mhm. Nö. Abort Chat, yay, nein. Müsst ihr mir sagen. So, wir haben jeweils immer 6 Packs drin anscheinend. 5 Karten. Wenn ich mich nicht irre. Ich würde sagen, wir fangen schon mal gleich an. Womit fangen wir an? Was ist, hat das beste Artwork? Ich würde sagen, wir machen den Cyber Dragon hier. Cyber Dragon it is. Und ich würde sagen, wir machen ganz viele von denen auf. Ja, wir haben richtig viele Packungen hier am Start. Ich würde sagen, was sind? Wir rippen alle. Erstmal nur Cyber Dragon, oder? Gucken wir mal. So, Himmelsjäger Askagari, Sky Striker. Okay, dann haben wir finsterer Antelion-Drache. Austauschfrosch, den kenne ich sogar, by the way. Es sind also nicht nur Link-Karten drin, wie ich dachte, sondern auch andere Karten. Magische Musketier Kaspar und niederträchtige Teilung, I see. Also es ist anscheinend wirklich alles Mögliche drin, aber teilweise halt auch sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, Link-Karten, ja? Mal schauen, ob die Anordnung immer gleich ist, weil dann wissen wir ja, was hier so Sache ist. So, nee, nevermind. Cynet Gewinnung. Geheime 6 Samurai Fuma. Alter, 6 Sam-Spieler wissen jetzt Bescheid aus Duel Links. Dann haben wir einmal gefälschtes Schreckenpelz-Albtraum. Keine Ahnung, was das für eine Karte ist. I don't know. Dann haben wir nochmal irgendwie so eine Pendulum-Karte und niederträchtige Haltung. Ah, see. Also ich glaube, hier sind wieder richtig gute Karten drin. So, nächstes Pack direkt geöffnet. Mecha Phantomungeheuer. Mecha Phantom Beast kennt man, ne? Hohle Giganten. Kenne ich, by the way, auch. Sieht eigentlich ganz geil aus. Magische Formel. Warum ist da so eine Trash-Karte drin? Wow, eine Trash-Karte von damals. Dann haben wir das Schicksalsheld Celestial. Nice. Vielleicht in meinem Heldendeck spielbar. I don't know. Und Karte des Schicksals. Leute, ihr müsst mir sagen, welche von diesen Karten gut sind, beziehungsweise spielbar sind. Weil ich habe absolut keine Ahnung und Sammy sowieso nicht. Was? So, himmlischer Ritter Lord Parshad. Dann haben wir einmal Psyhöhlen Lord Omega. Omega Lull. Kubische Kausalität, magische Musketier Kaspar und König Dragoon! Holy moly! Den kenne ich von damals. Das war einer der heißen Karten von früher. König Dragoon, Leute. King Dragoon. Kenne ich, wie gesagt, noch aus 2006 Zeiten. Damals, ich glaube, aus dem Ancient Years Pack, beziehungsweise so drumherum irgendwann. So, der Sternenführerdrache, Amaredim. Dann haben wir Psyhöhlenlord Omega, also die ersten Karten doppeln sich. Landformen in Ultra Rare. Die Karte gab es früher als eine der ersten überhaupt. Aber die war halt nie so wirklich broken. Aber später, als dann richtig kaputte Spielfeldzauberkarten kamen, war die richtig gut. Weil damit konntest du die dann halt searchen, ne? Wow. Hitzköpfige Hymnendichterin. Cute. Und Synchro-Überschreitung. Alright. Und wir sind eigentlich mit dem ersten Pack fertig. Gekreuzter Rosendrache. Überfall Raptor Weiser Kauz. Daigusto Emerald, den kenne ich auch noch aus meiner 2013 Zeit, als ich mal kurz wieder reingeschaut habe in die Exceed Era. Niederträchtige Auswahl und Karten des Schicksals. Also ein paar Karten doppeln sich, aber wir haben auch schon teilweise neue Karten drin. Oh, du hast sogar schon aufgeschnitten. So, was haben wir hier für eine Manga-Karte? Oh, schon wieder. Ist das immer der gleiche oder habe ich einfach nur Pech? I don't know. Anyways, wir machen einfach mal auf. Das gibt richtig schönen Papp- und Papiermüll. Die Nachbarn freuen sich, wenn ich die Mülltonne vollmülle. Ist immer die gleiche. Danke für den Spoiler, Sammy. Oh, sorry.
Meine Güte, wir fangen an mit. Es ist kein Cyberdrache diesmal da. Scam. Oh, die Qualität ist schon ziemlich Pogchamp. So, wir haben Mecha Phantom Beast. Wir haben magisches Musketier Starfire. Chaosgöttin, die kenne ich auch aus Duel Links. Hitzköpfige Kaiserin und Almirai. Aber ich habe leider keine Ahnung, ob die Karten hier irgendwie nützlich sind oder nicht. So, Cybernotfall. Hexwerkerin Madame Ver. Die ist auch hier los. Oh, den meinte ich letztens. Letzter Krieger von einem anderen Stern. Ne? Eine der OG-Karten von damals tatsächlich. Die war früher richtig, richtig gut. Dann haben wir hier nochmal Blumenharmonist, musikalische Komponistin und niederträchtige Haltung. Ich habe absolut keine Ahnung, welche von den Karten gut ist, Leute. Ihr müsst mir das in die Kommentare schreiben, ja. Und wenn ihr mehr solche Openings sehen wollt, schreibt es mir in die Kommentare. Reptilianische Ätna, Deckblockade. Was ist das denn? Das sieht so cool aus. Der alte Aufgestiegene sieht echt nice aus. Und Holy Giganten. Die Karte soll neu sein. Ich habe gesehen, die scheint auch begehrt zu sein. Ob die was kann? I don't know. Ich habe so Nackenschmerzen, weil ich heute den Müll weggebracht habe. Boah, der sieht geil aus. Hungernder Venemi Letaldios Drache. Boah, keine Ahnung, kann ich nicht sprechen. Mystischer Raumtyphon in Ultra Rare. Nice. Niederträchtige Territorien. Alright. Schwarzflügel Sephiros kenne ich ebenfalls. Und. Boah, ist das süß. Ist das süß. Keine Ahnung. Gegen einen Schirm. So, was haben wir jetzt hier wieder am Start? Eine neue Karte, Bujinki Ashima. Hexenauge. Daigustu Emerald, der zweite. Starfire und nochmal Omega. Das heißt, Omega Playset ist da. So. Letztes Pack geht ab. Und dann würde ich sagen, was ist hier drin? Irgendwas Brauchbares? Body ist neu. Lieb, die Weltschlüssel Klingenmeisterin. Alright. Dann haben wir einmal Kingyo Sukui. Super Vehicroid Stealth Union, den kenne ich auch, Zeichen der Hysterie. Und kybernetischer Überfluss. LOL, sind hier Cyberdrachen drin? Also Cyberdrachen Support, also dieser kybernetische Überfluss, den gibt es in Duel Links. Richtig geil. Aber wenn die große Manga-Karte ist, Cyberdrachen. Könnte sein, I don't know. Und wir haben wieder einen. Aber ich habe dir eine andere Packung gegeben, als die, die ich gespoilert habe. Alter, das heißt, es ist immer der Cyberdrache Infinity drin. Okay. So, wir machen alles auf, Leute. Wir rippen einfach alles. Ein Pack eiskalt vergessen. Das hätte ich fast weggeschmissen. Sorry dafür. Boah, das wird ein langes Opening, du. Vielleicht müssen wir das auch in zwei splitten. I don't know. Vor allem wegen dem Akku dann. So, Fallenstellerin Genlisia. Die kenne ich. Die habe ich bei einigen Streamern gesehen im Overlay. Keck. Sorry. Kein Problem. Niederträchtige Transformation. Sephiros, Schirm, Sukui. Alright. Und weiter geht's. Aber diese Fallenstellerin, ja, Trap Tricks, die scheint sehr beliebt zu sein. So, wir haben Transformationsverbund, Simorg, Vogel der Übermenschlichkeit, außerirdischer Schocksoldat, finsterer Antillion und Überfallraptor, weißer Kauz. Weißes Bautz? Kauz? Wait, falsches Game. So, Herrscher der Eitelkeit, yo, den kenne ich auch noch von früher. Wilder Flammenschwertkämpfer, was? Wie cool. Und Schrott-Ortkost. Das heißt, wir haben random Schrottkarten ebenfalls hier drin. Was soll das? I don't know. Ich weiß auch gar nicht so, was die wertvollste Karte hier ist, sage ich mal, vom Wert. Wir werden es herausfinden. Oh, Friedhof der wandelnden Seelen. Haben wir die nicht auch gehabt? Heute irgendwann, ne? Die hatten wir auch in Speed-Duels, glaube ich, gezogen, aus der aktuellsten Erweiterung. Oder? Doch, tatsächlich. Ja? Ja. Sehr interessant, was hier für Karten drin ist. Oh, der Waffen der Besessenen. Cool. Aber irgendwie trotzdem cool, das Artwork. Weil ich sehe es jetzt erst. Und kubischer Aufstieg. Alter, Leute. Ich schwimme in letzter Zeit in Karten tatsächlich. Verdammter Finsterlord. Finsterlord! Monka S! Bitte nicht. Ich habe genug von Dark Lords. Kybernetischer Überfluss der zweite und weiter geht's. So. Was suche ich eigentlich hier für eine Karte, Sammy? Keine Ahnung. Gibt es hier irgendetwas, was ich unbedingt haben möchte? Ich weiß es absolut nicht. Und was mache ich hier für Moves? Ich weiß es absolut nicht. Du weißt es absolut nicht. So, die nächsten Packs. Die sind sogar First Edition. Aber es scheinen hier tatsächlich einige richtig geile Karten drin zu sein. So. Transformationsverbund hatten wir schon. Chaosgöttin ebenfalls. Den hatten wir noch nicht. Beschützerwelpe des Zerstörungsherrn. Was für Busterblader. Not bad. Und Nummer 27, Kanonenschiff Kanonenneut. Auch eine neue Karte.
Mal gucken, ob wir Playsets komplett kriegen. Fünfköpfiger Linkdrache, der ist nice. Den habe ich gesehen in unserem Discord-Server. By the way, Link in der Beschreibung, falls ihr eine Yu-Gi-Oh! Community sucht. Wir haben einen sehr aktiven Verband, der nicht nur Duel Links spielt. So, oh, Tourguide, die ist richtig gut, aber das ist eine neue Tourguide, oder? Oder ist das die alte? Ich weiß es gar nicht. So, auf jeden Fall hätte ich jetzt nochmal gerne den 5-Götter-Drachen als Playset. Ich weiß nicht mal, ob der gut ist, ich glaube nicht. Ich weiß, wie die Link-Mechanik funktioniert, aber ob da irgendwas Gutes drin ist, I don't know. Makayashi-Chaos, das ist die erste. Doppelte Evolutionsbrille ebenfalls. Kubisches Dama, auch neu. Enmas Urteil, wow, ein Pack voll mit neuen Karten, die wir noch nicht hatten. Also anscheinend können hier auch echt gute Drachen drin sein. Kinkyo Sinkyo, what the hell. So, Sammy, auf, auf, wir müssen uns beeilen. Speed Opening. Nee, das ist doch zu wenig. Paliosuchus Dinomischus. Was ist denn das? Dinomischus, what the hell? Okay. Ey, Leute, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Oh, guck mal! Eine neue Manga-Karte! Oh, ja, dann halt mal hier rein. Fremdenführerin aus der Unterwelt. Wie geil ist das denn? Hatten wir auch noch nicht. Jetzt haben wir es. Zum ersten Mal. Bam, weg damit. Ich habe gehört, du räumst danach auf. Also, du bist die Hausfrau. Ich bin die Hausfrau. Ich habe heute schon meinen Job gemacht. Ja. Sagt sie jetzt. Ich brauch noch. Ah ja, stimmt. Da kommt ja noch was. Food. Boah, ich habe richtig Hunger. Anyways. Mecha Phantom Beast, hitzköpfige Hymnendichterin, Synchro-Überschreitung, Überverdrache, Daigusto Emerald, ja, nichts Neues. Erstes Bad. Oh, den hatten wir doch schon, den hab ich auch eben gezeigt. Echt? Ja. Alter, ich hab ihn eben gezeigt, eiskalt vergessen. Opening. Richtig vercheckt. Ich war am Openen. Ist okay. So, wir öffnen alles hier, Leute. Wir öffnen alles. Alles wird hier gerippt. Kubischer Aufstieg. Oh, Goldenes Schloss von Schromberg. Haben wir auch zum ersten Mal jetzt. Hatte ich nämlich vorher noch nicht. Nichts Neues, nichts Neues, nichts Neues. Fuma, richtig geil. Aber ich glaube, also mittlerweile dürfte ich, glaube ich, tatsächlich alles einmal gesehen haben, was es hier gibt. In den Packs. Episch, episch. Oh, oh, oh. Gibt's auch noch Zeta hier drin als Synchro? Ich weiß es gar nicht. Die Wäsche sieht cool aus. Das Kanonenschiff. Hatte ich aber schon. Okay. Okay. Ich bin halt mit Öffnen beschäftigt. Das ist okay. Alter! Oh! Dark Magician Girl als Manga Artwork. Süß. Wenn ich die ein zweites Mal bekomme, kannst du die haben. Aber nur wenn ich sie ein zweites Mal bekomme. Boah, Leute, wenn ihr jetzt hier rechts gucken könntet, wie es hier aussieht. Das ist der Friedhof der toten Kuscheltiere Teil 2. Gefühlt. So. Was haben wir hier? Fremdenführerin, Tourguide, Kanonenschiff, Seamorg. Oh, Blumenharmonistin. Ich glaube, die hatten wir auch schon. So, was haben wir jetzt hier? Oh, Crystron. Ja, Crystron Tier 1 aktuell in Duel Links. Aber halt ohne diese Karte. Gigapflanze auch die allererste. Und das Playset Fuma ist ebenfalls komplett. Wow. Wow. Come on. Dann schauen wir mal. Oh, der ist neu. Extra Held Infernal Devicer. Krass, der ist neu. Omega. König Dragoon. Ja, also langsam doppeln sich viele Karten. Also einige Karten haben wir jetzt definitiv schon zweimal. Oh, die hatten wir noch nicht, glaube ich. Abgrundschauspielerin. Sieht ziemlich schick aus, wenn ich das mal so sagen darf. Was denn? Erst ich? Okay. Dann schauen wir mal. Aber ich denke, es ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn wir jetzt gleich einen Cut machen. Dann machen wir einfach ein Zweierteil draus. Oh, die ist sick. Die ist sick. Ich glaube, das ist eine 40-Euro-Karte. Ich weiß aber, dass sie jetzt bestimmt im Preis runtergeht, weil die jetzt hier drin ist. Aber das ist eigentlich eine 40-Euro-Karte gewesen. Ja. Unendliche Unbeständigkeit. Ich weiß, dass sie in sehr, sehr vielen Decks gespielt wird. Und ich bin froh, dass ich jetzt mein Exemplar davon habe. Sammy, zweite und drittes Exemplar bitte auch nochmal, ja? Wenn die fehlt, ich hab sie nicht. Das ist richtig geil. Yo, die Karte ist richtig gut. Die legen wir mal kurz nach draußen. Weil ich weiß bei der Safe, dass sie sehr, sehr gut ist. So. Raubpflanze, Werte, Anaconda. Okay, auch neu. Okay, hatten wir auch noch nicht. Das waren jetzt 6 Packungen. Das waren jetzt 6 Packungen. Okay, 6 Packungen, Leute. Ich würde sagen, bis jetzt eine ganz gute Ausbeute, I guess.
Voll die falsch rum. Wir machen jetzt auf jeden Fall noch einen zweiten Teil draus. Wenn euch der erste Teil gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich weiß definitiv, dass die Karte ganz gut sein soll. I guess. Und wenn ihr mehr davon wisst, ne, mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir 6 weitere von denen hier öffnen. Und dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich wünsche euch was. Bis dann, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi und... Hi. Hi. Yummy, 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 yummy.